So, meine Lieben, ich begrüße euch zu meinem heutigen neuen Video. Wie ihr den Titel entnehmen könnt, mache ich heute Krakauer Auflauf. Ich weiß nicht, ob jemals überhaupt jemand vor mir diesen Krakauer Auflauf gemacht hat oder überhaupt einen Krakauer Auflauf. Mir kam die Idee, neulich einfach mal aus Krakauern, die ich liebend gerne esse, einen Auflauf zu bereiten. Und daran wollte ich euch teilhaben lassen. Und ja, nun seht ihr gleich die Zutaten, wie ich es koche und anschließend, wie es fertig ist. Bis gleich. Also Leute, hier sehen wir alle Zutaten, die ich für meinen Krakauer Auflauf verwenden möchte. Zum allerersten sehen wir hier die Krakauer. Krakauer gibt es viele auf dem Markt. Auch Currybockwürste, die als Krakauer getarnt oder verkauft werden. Die schmecken dann halt wie die normalen Currybockwürste. Currybockwürste heißt es ja eigentlich. Aber halt nicht wie diese würzigen Krakauer, wie man sie halt kennt. Und das finde ich persönlich ziemlich schade. Darum bin ich froh, dass ich diese hier gefunden habe. Die sind von Lidl. Und ja, die schmecken wirklich wie die Krakauer, so wie ich sie kennen und lieben gelernt habe, an der Bratwurstbude. Und ja, diese 10er-Packung kostet 5,49 Euro mittlerweile, teilweise auch 4,49 Euro. Aber die kann man sehr gut essen und darum verkaufe ich sie immer wieder. Dann brauchen wir Senf, Gewürzsalz. Man kann auch normales Salz nehmen, aber ich nehme immer Salatgurken-Gewürzsalz und das Brathähnchen-Gewürzsalz von Aldi. Dann brauchen wir Muskatnussgewürz, ein wenig, wie man uns schwer erkennen kann, Kräuter der Provence. Ich habe die leider im Pfefferstreuer, warum auch immer. Dann brauchen wir normalen Pfeffer. Für die Soße des Auflaufs empfehle ich einen Schluck Bier. Ich habe jetzt hier extra ein polnisches Bier gekauft, weil ich dachte, das passt gut zu polnischen Krakauern. Und damit man satt wird, Kartoffeln, 4 Stück. Für eine Menge von 4 Personen. Ich schätze mal, das sind ungefähr 400 Gramm so nach dem Schälen. Dann 2 normal große Zwiebeln. Und für die Soße brauchen wir dann noch Sauce Hollandaise. Ich nehme immer die von Aldi, aber könnt ihr natürlich auch je nachdem die nehmen, die ihr mögt. Oder auch eine selbstgemachte, falls jemand sich die Mühe machen möchte und Sauce Hollandaise machen möchte. So, da seht ihr mich wieder. Zuerst nehmen wir uns von den Krakauern, nehmen wir uns 5 Stück. 5 Stück, denke ich, reicht so für 4 Personen, die halt eine gute Portion essen wollen. Boah, stinken. Die stinken sowas von aus der Packung. Das ist echt widerlich. Riecht wie in der Schlachterei früher. So, wir nehmen 5 Stück, habe ich gesagt. Fünf Krakauer. Und jetzt ganz wichtig, einstechen. Die platzen sonst so weg, man kann die kalt, so kalt anbraten, wie man möchte. Die platzen immer weg. Irgendwas habe ich das noch nie geschafft, die Krakauer nicht zum Platzen zu bringen. Unglaublich, ich habe alles versucht, aber man muss sie einfach einstechen. So habe ich das bei dem Bratwurstbräter auch abgeguckt, bei dem ich früher die Krakauer immer in der Bratwurstbude während meiner Mittagspause aß. Einfach toll, leider gibt es die Bratwurstbude nicht mehr. Vielleicht siehst du das ja, aber schade, dass es dich nicht mehr gibt. So, man kann sie auch einschneiden, aber so reicht auch. Und diese Bratwürste werden ja, die Krakauer werden jetzt gleich in der Pfanne angebraten. Nicht gar gebraten, sondern einfach nur, sie sollen halt Geschmack von der Pfanne annehmen oder braun werden. Und das zeige ich euch gleich. So, wie ihr seht, habe ich jetzt eine Pfanne angestellt. Mit Öl drin. Es sind ungefähr 2-3 Esslöffel auf Volldampf. Stufe 12 von 12 bei mir. Und jetzt kommen die Bratwürste, die Krakauer, hinein. Ganz unspektakulär. Die Krakauer einfach in die Pfanne gepackt. Das Öl verteilt sich noch ein bisschen, wenn es gleich warm wird. So. Die werden jetzt einfach angebraten, bis sie braun sind. Und währenddessen werden wir Zwiebeln schneiden und Kartoffeln schälen und schneiden. So, während dann die Krakauer in der Pfanne sitzen zu schwitzen oder liegen zu braten, schäle ich die Kartoffeln. Ganz unspektakulär, Kartoffeln schälen. Ich hasse das wie die Pest, aber muss ja gemacht werden. Man kann natürlich auch die Kartoffeln ungeschält braten, aber das finde ich irgendwie ein bisschen widerlich. Darum mache ich das nicht. Ja.
Die Kartoffeln werden jetzt ganz unspektakulär geschält. Und dann sehen wir uns gleich so, wieder. So Leute, da bin ich hier. Jetzt werden die Zwiebeln geschält und geschnitten. Im Hintergrund hört ihr schon mal die Krakauer brutzeln. Ich habe die gerade umgedreht. Ja, jetzt werden die Zwiebeln geschnitten. Die Kartoffeln liegen schon neben mir. Natürlich nicht so zeigenswert, aber die Zwiebeln werden halt geschnitten. So, ganz unspektakulär Zwiebeln in Scheiben schneiden. Das macht auch nichts, ob die dick oder dünn sind oder ungleichmäßig. Ich schneide die einfach runter, scheißegal wie es aussieht. Muss schnell gehen, muss billig sein und satt machen und schmecken. Wie es aussieht, ist nachher auch scheißegal. Das ist doch ein bisschen dick, das wird klein geschnitten. Ist auch egal, welche Formen die haben, ob das nun rund oder eckige Stückchen sind. Für Leute, die nicht so gerne Zwiebeln mögen, empfiehlt es sich natürlich, dünnere Scheiben zu schneiden. Man kann sie auch weglassen, aber das ist natürlich geschmacksneutral noch und nöcher. Ich kenne viele Leute, die keine Zwiebeln mögen. Da schmeckt das Essen dann immer beschissen. Darum bei mir ordentlich Zwiebeln, ordentlich Gewürz, ordentlich Geschmack. So, wie ihr seht, hier sind die Krakauer. Ich habe die gerade schon, wie gesagt, einmal gewendet. Jetzt sind sie braun. Jetzt hole ich die aus der Pfanne heraus. Ich habe die zwischenzeitlich mal auf 6 runtergestellt, damit die halt nicht komplett verkohlen. Natürlich ein bisschen ungleichmäßig in der Pfanne. So, nun ist die auch braun. Pfanne schalte ich von 6 auf 9. Das ist auf 9 ungefähr. Dann hole ich mir meine eben geschnittenen Zwiebeln und schmeiße die einfach in die Pfanne, in der ich gerade die Krakauer angebraten habe. Und lasse sie einfach braun werden. Während im Hintergrund die Zwiebeln anbraten, schneide ich die Kartoffeln einfach in Scheiben. Dürfen natürlich auch nicht zu dick sein, damit die auch gar werden. Auch unspektakulär bis ins Letzte. Aber egal. Wir sehen uns dann gleich wieder. So, wie wir hier sehen, habe ich die geschnittenen Kartoffeln. Die werden jetzt einfach gewürzt. Nehmen wir hier das Drahthähnchengewürz, weil das kann man einfach überall für nehmen. Und hau da einfach ordentlich was auf die Kartoffeln drauf. Ich habe keine Ahnung, wie viel das ist, aber man sieht es ja. Man ist ja auch eine Beliebenssache, wie viel Salz man nun nimmt. Damit der Geschmack ein wenig fruchtiger oder naturbelassener wird, nehme ich noch ein wenig Salatgurkengewürzsalz. Komm raus. So, Salatgurkengewürzsalz. Darauf noch ein wenig Muskatnuss. Nur wenig. Und was ich vergessen habe, vorhin im Intro zu erwähnen, ist Mehl. Zucker habe ich auch vergessen, fällt mir gerade ein. Wir nehmen einfach ein wenig Mehl, damit das einfach nicht so antrocknet. War gerade ein bisschen viel Mehl in meiner Hand, ist mir aufgefallen, aber sei es drum. Jetzt noch eine Prise Zucker oben drauf. Wirklich nur wenig, es soll ja einen Raubeingeschmack haben, sag ich mal. Jetzt wird das einfach alles durchgemengt, damit sich das Gewürz auch überall verteilt. So. Nun ist die Kartoffel überall gewürzt und landet gleich ganz spektakulär in der Pfanne. So, ich kann mir jetzt die Hände waschen, aber gut. Hier liegen schon mal die Krakauer. Jetzt nehme ich mir die Kartoffeln und tue die in die Pfanne. Die Zwiebeln habe ich gerade rausgenommen. Jetzt nehme ich in dem Zwiebelfett, wo die auch schon die Krakauer drin waren, mache ich einfach die Kartoffelscheiben hinein. Gut auf dem Boden verteilen. Dient auch einfach nur, damit die ein bisschen Geschmack kriegen. Gar werden sie nachher im Ofen. Jetzt wollte ich euch noch zeigen, wie man die Soße dazu macht. Die Soße im Auflauf.
Wir nehmen einfach die Sauce Hollandaise, eine ganze Packung, das ist ja auch für vier Mann, da reichen die 200 Milliliter, 300 Milliliter sind sogar drin. Ganz, ganz einfach, wir drücken den ganzen Karton einfach in die Auflaufform, die nun eckig ist oder rund, spielt der ganzen, macht dem Gang, ist auch uninteressant. So. Jetzt kommt ein kleiner Schuss von dem polnischen Bier. Ich weiß gar nicht, wie das schmeckt. Das werde ich jetzt eben ändern. Gucken, ob das anders schmeckt als deutsches Bier. Ja, für mich schmeckt es genau wie deutsches Bier, aber ich mag auch kein Bier. Ungefähr 100 Milliliter in die Sauce Hollandaise. Nur damit das ein bisschen flüssig wird. So. Jetzt nehmen wir 2 Esslöffel von dem Senf. Im Hintergrund hört ihr wahrscheinlich schon den Ofen, den habe ich gerade eben vorgeheizt auf 200 Grad. Jetzt nehme ich einfach 2 gehäufte Esslöffel Senf und tue die da rein. Dazu kommt dann nochmal ein Schuss Brathähnchengewürzsalz. Ungefähr 1 Teelöffel Muskatnuss. Kann man auch selber reiben, muss man aber nicht. 1 weiterer Teelöffel Kräuter der Provence. Und 1,5 Teelöffel Pfeffer. Das verrührt man dann ganz einfach. Sieht wunderschön aus, das weiß ich selbst. Aber wenn es denn erstmal verrührt ist, so sieht man, es sieht schon appetitlicher aus. Dann wird es ganz einfach. Man nimmt ganz einfach gleich erstmal die Krakauer, die habe ich schon gerade klein geschnitten, fülle ich da erstmal so hinein. Dann kommen die Zwiebeln. Jetzt hole ich die restlichen Kartoffeln vom Backofen. Das sind die Kartoffeln. Die habe ich einfach auf dem Backofen ein bisschen angebraten. Dient auch nicht, dass sie gar werden, das werden sie gleich im Ofen, sondern einfach, dass da ein bisschen Geschmack dran kommt. So. Ich verrühre das schon eben, sonst komme ich da gleich nicht mehr ganz unten durch. Wäre natürlich cleverer gewesen, hätte man die Soße zuletzt drüber gekippt, aber ich wollte jetzt nicht noch mehr Schüsseln dreckig machen. So. Und nun kommen die restlichen Krakauer da rein, wird nochmal durchgerührt, dann hole ich mir gleich geriebenen Käse und kipp den da drüber. Das ist jetzt hier einfacher, ganz normaler Gouda-Käse. Den kippe ich da einfach drüber. Ich kippe ein wenig Soda rein und rühre das gleich unter, damit der Käsegeschmack auch wirklich überall sitzt und nicht nur oben drüber. Man kann natürlich Käse nehmen, den man mag, den man möchte. Man kann das auch mit Cheddar-Käse, man kann es mit Edamer machen. Cheddar finde ich eigentlich ganz cool, weil die Farbe schön ist und es bringt halt ordentlich Geschmack. Aldi hat auch so einen schönen Raclette-Käse im Angebot. Schmeckt super, verläuft auch wunderbar. Den würde ich eigentlich eher nehmen, bloß der ist teurer. So, jetzt kippe ich den Rest einfach oben drüber. Die ganze Packung sind jetzt 250 Gramm bei mir. Verteile das gleichmäßig, als wenn es eine Pizza wäre. Und das wandert jetzt für 10 Minuten, Viertelstunde in den Ofen bei 200 Grad.
Zeige ich euch gleich. So, da seht ihr meinen Krakauer Auflauf im Ofen schimmern und in 10 Minuten hole ich ihn wieder raus. Und dann zeige ich ihn euch. So, lange ersehnt, hier ist das fertige Produkt, der Krakauer Auflauf. Wir haben das schon von gegessen. Schmeckte wirklich gut. Man schmeckt die Krakauer hinaus. Schön würzig, schön salzig. Einfach klasse. Sieht natürlich alles ein wenig ekelhaft aus, aber es schmeckt gut. Und ja, Viertelstunde muss das Ding bei 200 Grad in den Ofen. Kann auch ein bisschen länger. Aber dann halt nicht bei so hoher Temperatur. Damit die Kartoffeln halt auch schön durch sind. Man kann natürlich auch die Kartoffeln vorher kochen, das finde ich auch gar nicht so schlecht. Dann brauchen sie auch nicht mehr in der Pfanne. Aber so ist auch in Ordnung. Mir hat es geschmeckt, meiner Mutter hat es auch geschmeckt. Ist mal was anderes. Schön urig. Ich finde es gut. Und ja, wir sehen uns gleich zum Outro. Ja, ich wollte mich nur mal fürs Zusehen bedanken. Ich bedanke mich dafür, dass ihr dabei wart, wie ich meinen ersten Krakauer Auflauf gemacht habe. Wie gesagt, ich habe mir das Rezept ausgedacht. Ich habe das vorher nie probiert. Ich habe es nicht ausgetestet. Die Mengenangaben habe ich auch nur geschätzt. Ich koche viel in meiner Freizeit, aber ich benutze nie keine Maßbecher, keine anderen Abmessgeräte. Ich mache das alles frei Schnauze. Dieses Gericht hier, der legendäre Krakauer Auflauf, war auch nicht einstudiert, nicht geprobt, sonst was. Ich habe das frei nach Schnauze gemacht. Ihr wart mit dabei, als ich das erste Mal gemacht habe. Das war einfach, ich habe das nie geprobt. Und ja, ich wünsche viel Spaß beim Nachkochen. Ich hoffe, dass es euch auch genauso gut schmeckt wie uns. Und ich bedanke mich fürs Zusehen. Und wenn das Wetter besser wird, dann kommen auch richtige Handwerkerprojekte. Also das, was ich wirklich lieber mache als kochen. Und ja. Ich bedanke mich nochmal fürs Zugucken und bis ins nächste Video.